Herzlich willkommen auf den Testlaser. Ja, schon lange kein Video mehr hochgeladen. Grund dafür ist einfach die Zeit, die ich nicht habe. Und ich poste lieber oder mache lieber Videos auf dem Hauptkanal statt für den Zweitkanal. Und jetzt habe ich aber gerade mal Zeit und deswegen mache ich auch dieses Video. Und zwar möchte ich auf diesem Zweitkanal, wenn ich die Zeit finde, mehr auch in dem Bereich Retro-Games und Co. machen. Die PlayStation-Geschichte mache ich im Winter weiter, da habe ich am meisten Zeit, da stelle ich den Modellbau auch ein bisschen ein. Und dann kümmern wir uns um den Mod, das heißt PlayStation 2 Gehäuse, Umbau in Crystal und alles. Und dann machen wir auch ein bisschen PlayStation 1 und PlayStation 2 weiter. Aber momentan geht's nicht. Ich möchte aber hier so eine kleine Videoserie starten, wie gesagt, wenn ich Zeit habe. Und zwar nennt die sich das Amazon-Glücksrad. Ja, wieso Glücksrad? Man kann bei Amazon auch gebrauchte Sachen kaufen und dann muss man sich immer darauf vertrauen, was die Händler schreiben. Ich blende das mal hier so ein. Und da muss man sich darauf vertrauen, dass der Händler sagt, ja, sehr gut, gut, akzeptabel, dass das wirklich auch so stimmt. Heute in dem Fall PS Vita. Ich habe ja hier meine alte PS Vita Fett, das gute alte Stück. Das ist schon ziemlich alt. Und das ist die PCH-104 Version, also noch die alte, aber wie gesagt, mein liebstes Stück. Und da habe ich jetzt hier auch so eine neue Tasche mir besorgt, die original, glaube ich, von Sony ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben hier auf jeden Fall das Sony-Logo. Ich habe mir sie geholt, weil ich die Tasche richtig krass finde, war innen drin schön geschützt und hier innen drin schön weiches Vlies. Und dann hat man hier hinten noch Platz und kann hier hinten seine Spiele reinpacken. Ja, für die PS Vita habe ich nicht sehr viele Spiele mir besorgt, weil ich einfach nicht einsehe, 60€ zu bezahlen für einen Titel. Und ich habe mir hier so Low-Budget-Titel geholt, wie zum Beispiel so ein komisches Autorennen für 10€. Dann Silent Hill, was ziemlich stark ist. Dafür habe ich, glaube ich, 20 oder 30 bezahlt. Dann so ein komisches anderes Game für Apfel und Ei. Und Final Fantasy HD Remake, da habe ich den Originalpreis bezahlt. Das war es mir auch wert. Ich bin so ein kleiner Final Fantasy Nerd. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ey, für die PS Vita bekommt man doch bestimmt ein paar Sachen. Und ja, da habe ich hier, wie gesagt, dieses Amazon Glücksrad. Und da ist die erste Sache, die ich gekauft habe, hier in so einem Briefumschlag. Und ich wusste gar nicht genau, was das ist. Und zwar ist das hier so eine kleine Karte. Und ich war ein bisschen überfordert. Diese Karte ähnelt nämlich den Spielen sehr. Und das war mir gar nicht so bewusst. Ich hätte mich mal ein bisschen informieren sollen vorher. Und zwar ist das so eine SD2 Vita Pro Memory Erweiterung. Da kann man jetzt hier eine Micro-SD-Karte reinstecken. Und dann kann man die PS Vita wohl hierüber flashen etc. Das war aber gar nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich so eine Art Speicher. Ich dachte, weil das immer so schwierig ist, über Fotos das zu erkennen, wie groß das ist, dachte ich eigentlich, das wäre der Speicheradapter als Erweiterung, weil ihr müsst wissen, die PS Vita, und das ist so ein bisschen blöde, das kreise ich auch Sony echt übel an, diese Spezialgeschichten hier mit ihren Speicherkram, und da haben die ja hier so einen richtig blöden Speicherkram, wo man speziell diese Sony-Geschichten hier kaufen muss. Und ja, in dem Fall hier 16 GB, das ist aber zu wenig, um alles auf der Vita draufzuladen. Und ich dachte, dieser Adapter wäre nicht allzu groß. Ja, sieht fast gleich aus, ne? So von der Ecke hier oben abgerundet. Ich dachte auf jeden Fall, das Ding wäre genauso groß wie die Speicherkarte. Und dann wäre hier hinten der Slot für die MicroSD-Karte, weil, ich hole mal eine. Und dann wäre hier der Slot für die MicroSD-Karte, den könnte man hier so reinstecken. Ja, okay, die MicroSD-Karte ist doch schon ziemlich riesig. Na okay, das hätte ich mal vorgucken sollen. Dann hätte ich mir das hier nämlich gar nicht gekauft. Und dann dachte ich, dass das wäre so ein Adapter, dass man seine Micro-SD-Karte als Speicher hier verwenden kann, weil mich das mit der Sony-Speichergeschichte hier extrem nervt. Und alles, was größer ist als 16 GB und nach oben geht, kostet immer noch über 100€, glaube ich. Also ich glaube, die 32 oder 64 GB kosten irgendwas mit 100€. Ist mir viel zu teuer dafür, dass ich so selten spiele. Ja, war also ein Flop-Kauf, hat aber nicht viel gekostet. Ich glaube, 3€ irgendwas habe ich bezahlt über Amazon Prime und ja, ist mir egal. Vielleicht, wenn irgendjemand Interesse hat oder so und Versand zahlen will hierfür, dann kriegt er es geschenkt. Ich brauche es nicht. Weiß nicht, was ich damit soll. War ein Fehlkauf. Egal. Kommen wir zu den Spielen. Und zwar habe ich hier zwei Spiele gekauft
für circa, ich muss mal kurz gucken, wie der Preis war. Dann kann ich euch das gleich sagen. Einmal habe ich hier Need for Speed Most Wanted mir geholt. Richtig geil. Zustand war, Moment, kann ich das noch irgendwie sehen hier? Zustand gebraucht, sehr gut. Ja, habe ich bei Amazon, wie gesagt, unter Privat, also unter Gebraucht gekauft. So kam das hier an, gepolsterter Briefumschlag, sehr gut. So sieht das Spiel aus, wie gesagt, gebraucht, sehr gut, steht da. Ja, da ist hier so ein Aufkleber drauf, von wo ich gekauft habe. Und ich dachte mir, okay, das eigentlich kaufe ich selten oder fast gar keine gebrauchten Spiele, besonders nicht von PSP und Co., weil einfach das Problem ist, dass man die CDs nicht überprüfen kann. Auf dem Flohmarkt ist es was anderes, da kann man sich das ja angucken. Aber hier ist es egal, weil hier ist es einfach nur ein Stick, einfach nur ein Mikro-Stick und keine CD oder sonstiges. Und die Gefahr, dass das hier nicht funktioniert, ist wirklich sehr gering. Ja, und hier haben wir jetzt die Karte. Wie wir sehen, ist die Karte kratzfrei. Auch die Kontakte hinten sind so gut wie neu und haben auch kaum Kratzer. Ebenso das Modul selber. Und ja, hervorragender Zustand, habe ich schon ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Und das Ganze habe ich für 11 Euro bekommen. Also für 11 Euro echt top. Wenn man mal guckt für das Spiel, wenn wir jetzt mal den Neupreis nehmen, sind es aktuell 53,99. Finde ich ein bisschen krass. Also ich finde es echt teuer. Hier für 11 Euro in einem wirklich guten Zustand. Ja, 11 Euro top. Habe ich ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Dann kommen wir zum zweiten. Kommen wir zum zweiten Spiel. Das zweite Spiel ist Uncharted. Kam hier auch in einen gepolsterten Briefumschlag, sogar mit einer Rechnung. Und so an, also echt gut gemacht. Zustand ist gebraucht, sehr gut, war die Beschreibung. Und als ich es so ausgepackt habe, dachte ich, wow, ich habe hier fast neuwertiges Spiel ersteigert oder gekauft. Ich packe das mal aus. Das ist Uncharted, auch gebraucht, aber sieht auch tipptopp aus. Absolut in Ordnung. Und auch das Spiel innen drin ist tipptopp in Ordnung. Hat auch keine Gebrauchsspuren. Und die Kontakte hinten sehen auch wie neu aus. Ja. Habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert auch einwandfrei. Dafür habe ich 14 Euro bezahlt. Und kostet neu. Liegt neu bei 49,88. Und ja, 14 Euro. Ich finde die Preise okay. Sie sind über Prime gekommen. Also sprich, ich habe keinen Versand gezahlt. Der Versand war bei beiden Spielen umsonst. Und 11 Euro und 14 Euro Versand kostenfrei. Man kriegt die Spiele bestimmt auch gebraucht bei eBay, Kleinanzeigen und Co. Eventuell auch nur das Modul. Theoretisch sind mir die Hüllen eigentlich nicht so wichtig. Aber ich finde es immer schön, wenn man so Hüllen im Regal stehen hat. Und das einfach nur optisch. Aber eigentlich benutze ich gar keine Hüllen, ich packe die mal zur Seite, hole einfach nur die Spiele hier raus und pack die hier in mein Case rein, was ich mir mal besorgt habe. Und dann sind die hier drin. Na. So, dann kommen die hier rein und dann sind die hier drin. Ja, meine Sammlung also ein bisschen erweitert. Ich habe beides schon getestet, richtig stark. Ich möchte euch einmal Need for Speed zeigen. Ich finde das grafisch nämlich echt stark gemacht. Und dann war es das auch schon. Ja, nach dem Neustart sehen wir jetzt auch die ganzen Apps, die ich hier drauf habe. Wie gesagt, hier Final Fantasy 9, dann X2, XHD, also FFX, also Final Fantasy X2 HD. Ja, das sind so meine ganzen Games, die ich hier drauf habe. Hier noch so ein paar andere Spiele, die auf der Speicherkarte drauf sind. Ja, so alles so kleine Indie-Games und ja, für mehr Speicher ist hier leider kein Platz. Ist leider so. So, wir gucken uns mal Need for Speed Most Wanted an. Ich finde die Konsole immer noch sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Akku hält hervorragend für die lange Zeit, die ich die Konsole schon besitze. Und das AMOLED-Display ist einfach nur der Traum. Hier auch wieder von Orange die Online-Zwangsanmeldung für extra Daten. Muss man aber nicht unbedingt machen oder muss man nicht unbedingt anmachen. Geht auch so, zum Glück.
Ja, hier wird man genötigt, sich jetzt ein Video anzugucken, was ich auch echt bescheuert finde, weil ich noch nicht gespielt habe. Und jetzt muss man sich tatsächlich dieses Intro hier reinziehen. Und man kommt nicht dran vorbei. Ah. Ich finde so eine Zwangsgeschichten hier wirklich unter aller Sau. Ich mag sowas überhaupt nicht. Und ich kenne nur ganz wenige Leute, die damit kein Problem haben. Aber ich finde das einfach, es ist einfach eine Belastung. Kann man nicht wegdrücken. Willkommen in der Stadt Fairhaven, Heimat. Und jetzt gehen wir einmal kurz ins Menü und schalten diese grauenhafte Musik erstmal aus. Nachdem wir die Musik ausgeschaltet haben, können wir uns endlich mal das Spiel angucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir echt gut. Also grafisch der Wahnsinn, muss ich sagen. Echt gute Quali für die PS Vita. Wirklich gut gemacht. Auch die Glanzeffekte auf der Scheibe. Außenrum alles. Und schön gemacht. Gleich mal gegen die Wand gefeddert. Ich gucke über die Kamera, deswegen ist so eine leichte Verzögerung. Ich gucke mal so. Grafisch, also ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht über die Kamera nicht so gut aus wie in echt. In echt sieht es echt noch einen Tick besser aus. Es kommt über die Kamera wirklich ein bisschen matschig rüber. Aber es ist in Wirklichkeit wirklich sehr geil. Man kann die Grafik noch ändern, also die Sicht noch ändern in ja, direkt reingehen, Cockpitfahrt oder außerhalb. Ich fahre gerne immer so, weil ich einfach so das Fahrfeeling besser habe. Sehr schwammig. Oh, oh! Ja, so viel zu dem Thema. Ja, cool gemacht. Also die Grafik ist wirklich super. Auch hier im Tunnel. Auch vom Ton her richtig stark. Ich versuche nochmal einen Crash zu machen. Okay. Hat funktioniert nicht gut. Und ja, starke Animation auf jeden Fall. Du hast deinen ersten Wagen gefunden. Oh. Mit Porsche. Drück die Taste zum Wechseln. Ja, welche? Ah. Oh yeah. Porsche. Uiuiuiui. Oh, da steht ja noch. Für den Wagen, den du findest, gibt es eigene Rennen. Mit Easy Drive greifst du darauf zu. Aha. Wähle Zielpunkt festlegen, um dein erstes Rennen zu finden. Eine Route zur Startlinie erscheint auf der Karte. Folge ihr zum Rennstart. Okay. Ah, hier, mit Kreuz können wir es festlegen. Okay, jetzt ist hier unter einer Minikarte so ein, ja, finde ich gut. Jetzt gucken wir uns den Porsche erstmal an. Oh, der sieht, oh, da glänzt sogar der Lack auf der Haube. Sieht man gar nicht über die Kamera. Schöner Porsche. Und? Oh, das Handling ist komplett anders als bei dem Maserati. Ups. Ja, ich gucke, wie gesagt, leicht schräg. Ja, sehr schön. Wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Gehen wir wieder raus. Ja, wie gesagt, funktioniert 1A. Die Konsole kommt jetzt erstmal wieder hier in meine Tasche. Genauso wie meine Spiele, meine neuen. Und ich werde versuchen, jetzt immer so ein paar Amazon-Glücksräder auszuprobieren und euch zu zeigen, wie die Qualität ist. Ich wollte euch unbedingt jetzt mal das Spiel zeigen und das Ganze für 11 Euro, also da kann man echt nicht meckern. Und es werden noch weitere PS Vita-Teile folgen, wenn ich noch ein paar gute Spiele finde, God of War und Co. Vielleicht auch irgendwie
noch andere Titel. Einfach mal schauen, was es so für einen schmalen Taler gibt. Und ja, es werden aber auch noch PlayStation 2, PlayStation 1 Sachen folgen in diesem Amazon-Glücksrad. Ich muss bis jetzt sagen, ich bin zufrieden. Die Qualität ist super. Man hat halt eben bei Amazon die Garantie, dass wenn was schief läuft, bekommt man sein Geld definitiv wieder. Bei eBay und Co. ist es immer so eine Sache mit den Leuten. Die Leute versuchen sich über Kopf und Kragen zu reden und dann ist man da Stunden und Tage und Wochen hinterher. Ich habe auf diesen eBay-Struggle einfach gar keine Lust. eBay-Kleinanzeigen ist noch da ein bisschen humaner oder nicht so anstrengend, weil man zu den Leuten direkt hinfahren kann. Man kann sich das Produkt angucken. Ist wie so ein Flohmarkt, nur privat und ja, das geht noch. Aber teilweise sind die Spiele auch extrem teuer auf eBay-Kleinanzeigen und es ist echt ein Glücksfall, da was Ordentliches zu kriegen. Und hier habt ihr halt eben noch so ein bisschen selbst die Möglichkeit. Das Gute bei Amazon Prime ist einfach, ihr könnt jederzeit die Sachen kostenlos wieder zurückschicken und das finde ich einfach bequem. Ja, das war's. Wie gesagt, kein Fehlkauf in der Geschichte. Diese komische Karte auf jeden Fall. PS Vita Glücksrad war erfolgreich. Ich gebe einen Daumen nach oben. Danke fürs Einschalten. Euer Testlaser und bis zum nächsten Video. Tschüss.